mal, ich bin's wieder. Und das hier ist Tristan! Ich habe gerade mit Herrn Schiller gesprochen. Wisst ihr, mit wem der Schmierlappen Tristan sich eingelassen hat? Unserem Pferdeapfelputtel Dana. Was ist denn das überhaupt für ein Name, Dana? Das klingt wie so eine Damenbinde oder sowas. Seit ich die neue Dana Ultra trage, kann ich an allen Tagen aktiv sein. Boah, ich kann kotzen. Also jetzt nicht wegen Dana oder so. Verstehe ich ja sogar, warum die sich einen von Lahnstein angeln will. Würde ich ja nicht anders machen, ne? Aber was ist denn in Tristan gefahren? Ich stehe jetzt auf Stallmief oder was? Ich präsentiere die neueste Kreation der Parfümerie Dana Wolfe. Eau de Dionysos. Aus frisch geerntetem Pferdemist. Fantastik. Aber bitte, Tristan, wenn jetzt Dana deine Isolde sein soll, dann will ich dem jungen Glück nicht im Wege stehen. Im Gegenteil. Ich will doch, dass du dich voll und ganz dem Niveau deiner Auserwählten anpassen kannst. Also jetzt rate mal, in was für Wasser ich deine Zahnbürste abspülen werde. Na, schon eine Idee. Tja, manchmal muss halt ein bisschen Rache sein in Jessicas Welt.